Herzlich willkommen zur 5-Euro-Mega-Show. Wir wünschen euch viel Spaß. Sie haben wieder genau richtig eingeschaltet zu unserer 5-Euro-Mega-Show. Das bedeutet eine ganze Stunde lang hier Schnäppchen und alles ist auf 5 Euro herunter reduziert. Sie dürfen auch gerne alles bis zu 5-mal bestellen, es sei denn, es kommt hier unser Preisalarm. Und am Ende haben wir auch noch ein Produkt, was halbe 5 Euro kostet. Also es lohnt sich auf jeden Fall direkt dran zu bleiben. Allerdings wissen wir beide oder wir drei noch gar nicht, was auf uns hier zukommt. Ich würde sagen, wir holen Diana mal direkt zu uns. Dann machen wir das doch. Und wenn Ihnen was gefällt, immer schnell sein. Denn wir haben auch für diese 5 Euro immer nur ein begrenztes Kontingent. Es können alle Produktgruppen dabei sein. Und wir beginnen mit Spielzeug, Ralf. Haben wir erst letzte Woche wieder gespielt. Ich hatte Besuch mit meinen Kindern. Aber wir waren im ganzen Garten unterwegs und haben Boccia gespielt oder Buhl. Und das macht unglaublich viel Spaß, gerade im Freien. Man kann sich da wirklich stundenlang beschäftigen. Habt ihr das schon, wenn man es aufkriegt, ja? Habt ihr das schon mal gespielt? Ja, habe ich auch schon mal gespielt. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ich nehme Gelb. Ich nehme Blau. Also nicht jonglieren. Moment. Übrigens, das kleine Bällchen ist auf Französisch oder auf Deutsch übersetzt das kleine Schweinchen. Ja? Ach. Okay. Dieses, jetzt hier haben wir ein bisschen, sind wir ein bisschen begrenzt, aber bei Ihnen im Garten draußen, da macht das riesen Spaß. Oder mit dem in Schwimmbad. Also wir, das geht nur mit ganz viel Gefühl, Ingo. Bitte bleib auf der Bühne. Ganz viel Gefühl. So, wer jetzt am nächsten rankommt, hat gewonnen. Also, da darfst du ja gar nicht werfen, da ist der Ball weg. Du brauchst wirklich viel Gefühl. In Frankreich ist das übrigens Nationalsport. Guck mal. Also ich mach's mal mit Rücklauf. Ganz, ganz vorsichtig. Oh, jetzt sagt sich der Dreh zurück. Okay. Ihr also wir zwei alle haben die schon mal runter. Schlechte Karten. Ja. Guck Ingo mal. Hat Gefühl. Monika. Aber man darf den ja auch wegkicken. Ja, natürlich. Den roten darfst du wegkicken, Diana. Mach den roten weg. Jetzt aber du hast ja noch besser gemacht. Jetzt muss ich versuchen, ob ich den wegkriegen kann. Achtung, und nee, vorbei. Unsere Hoffnungen ruhen auf dir, Bremen. Nein. Werder Bremen, grün, komm, zeig mal das Bremer Tor. Auch dran vorbei. Also Monika. Monika, du hast schon gewonnen. Ja, Alter! Zweimal! Wir geben uns geschlagen, aber das ist Spielzeug, das Spaß macht. Du magst das Spiel, weißt du, das kann ich mir denken. Euro kannst du dich stundenlang beschäftigen. Los, jetzt spielen wir um Geld. Ihr kennt meinen Garten, wenn meine Enkel da sind. Wir spielen quer, bergauf, bergab durch den ganzen Garten durch. Ja, und immer der am nächsten ist, darf das Schweinchen nehmen und das wieder wegwerfen. Ja, also so sind unsere Spielregeln. Aber habt ihr das mal in Frankreich gesehen? Da gibt es Bundesliga. Also ich weiß nicht, wie es heißt. Die haben diese Metallkugeln. Ja, das ist Buhl, das ist da schon eine Wissenschaft. Ja, ja. Bei uns ist es Spaß, aber holen Sie sich den Spaß. 8 Kugeln sind dabei, also 4 Parteien können hier locker spielen und das macht auch Spaß. Sollen wir mal die Kugeln einsammeln? Ja. 8 Kugeln und das Schweinchen, wie du es genannt hast. Es heißt also, wirklich so, das kleine Schweinchen. Das kleine Schweinchen. Ach Monika, das ist, holst du das ist aber sehr nett wir von dir. Wir haben noch eine Packung. Ach, wir haben noch eine zweite Welt, hätten wir es nochmal erweitern können. Aber es ist wirklich eigene Erfahrung. Du machst das und es macht riesig Spaß. Es hat so eine Eigendynamik und es ist auch für alle Generationen. Ob mein Kleinster ist 3, ja, also mit 3 haben wir angefangen, das zu spielen. Ich, alter Esel, bin knapp über 20, aber es macht allen Generationen Spaß. So. Ja, vor allem, man kommt mal wieder raus, weißt du? Ja. Gerade so, ich weiß nicht, so die Generation so um die 15, 16, die sitzen ja immer nur drin vom Computer oder vom Handy. Hier jetzt ganz, ganz einfach mal rausgehen und Spaß haben. Diana, los, schnell. Eine Minute haben wir noch, jetzt müssen wir auch schnell Zeit. Sein. Also, komm, alle auf einmal. Ja. Komm, wir gucken mal. Und ich. Auch nochmal, komm. Noch einmal. Und bis jetzt ist grün ganz vorne. Also. Eindeutig wieder Moni. Schon wieder Monika. Ich sage Ihnen die Bestellung. Nein, die Moni nicht. 58, 87 und die 5, 6, 9. Nein, ich war da. Und sowas im Spielwarenladen, da bin ich mir sicher, 10, 15 Euro. Hier für 5 Euro. Wahnsinn. Machen Sie diese Schnäppchen. Es macht Spaß. Spielen Sie es nicht innen, da macht es nicht so viel Spaß. Raus in den Garten und dann mal mit dem Schweinchen. Oder da sehen wir sogar auf einem Sandplatz. Das wäre natürlich schon Sand was. Sand ist natürlich richtig cool. Bedingungen, Da kann man ein bisschen werfen dann auch. Also, für
5 Euro. Sie dürfen es gerne bis zu 5-mal bestellen. Das ist natürlich auch ein Riesengeschenk, wenn man mal irgendwie jetzt zum Grillen oder auf eine Gartenparty eingeladen ist. Die NX8887 ist die Bestellnummer hierfür. Wenn Sie etwas sehen, rufen Sie sofort an, bevor es ausverkauft ist oder die 2 Stunden vorbei sind. Es lohnt sich hier. Das war erst der erste Artikel. Ich bin schon wieder glücklich. Mein Spitz ist auch glücklich. Dabei. Jetzt kann nichts mehr schief gehen heute. Und wir machen weiter. Also ja, für uns ist das ja auch ein Höhepunkt der Woche, weil eine Stunde lang hier fast diese Schnäppchen und alles kostet nur 5 Euro. Das ist genial. Das habe ich hier das allererste Mal gesehen. Das ist ein Nudelkocher und Reiskocher für die Mikrowelle. Also offiziell heißt Spaghetti Gara, aber du hast natürlich recht, da kannst du alle Pastasorten drin kochen, aber eben für die Mikrowelle. Das Einzige, was ich nie verstehe, also hier sehen wir, wie das reingemacht wird, Zeitplan ist alles dabei, Portionierer, sogar das Ausschüttsieb ist mit drin, also ist alles an alles gedacht, nur die Portionierer. Da bin ich nie einverstanden. Ich auch nicht. Habt ihr das mal gesehen, die 2 Löcher? 1 und 2 Portionen. Dann denke ich immer, was sind das für Kinderportionen? Das ist vollkommen ausreichend, würde ehrlich, ich sagen. Das kleine Löcher. Ja, Ralf, deswegen sehen wir so aus. Da und kannst du mit Karo spielen. Das sind 5 Spaghetti-Röhrchen. Ja? Ja. Aber ganz egal. Oh, ich habe hier etwas von der Freundin. Ich glaube, das kennt jeder. Die schreiben dazu, wer gerne Nudeln isst, aber die Wartezeit leid ist, bis das Wasser kocht, für den ist der Mikrowellen-Spaghetti-Gara genau das Richtige. Ja. Also, dem kann ich nur zustimmen. Hier haben wir das Sieb drin, hier den Portionierer und du hast mal versucht mit Reis, oder? Mit Reis, mit Bulgur, mit Buchweizen. Sie können mit jeder, was ist das? Also Pasta jeglicher Art. Jetzt, was ist Bulgur? Was hast du gesagt zwischendrin? Bulgur. Was ist Bulgur? Kennt das jemand von euch? Nee, ich glaube, sie meint Bulgur. Oder Bulgur. Couscous auch zum Beispiel. Offiziell ein Spaghetti-Gara. Und Spaghetti, das weiß ich aus eigener Erfahrung, Spaghetti gehen immer. Wenn nichts mehr geht, Spaghetti geht. Und die sind schnell gemacht hier. Ein paar Minuten, auch wesentlich weniger, als man hier eben beim normalen Zubereiten braucht. Und Johannes aus Halle schreibt uns, so einfach war Spaghetti kochen noch nie. Natürlich klappt das dank der mitgelieferten Zubereitungstabelle. Auch mit anderen Nudelsorten al dente ist garantiert. Im Vergleich zum Kochen im Topf ist die Wassereinsparung beachtlich. Ich denke auch die Stromeinsparung. Also auch Zeitspaß und du brauchst weniger Zeit Strom, in dem Fall in der Mikrowelle. Also ich finde es toll. Wie esst ihr eure Spaghetti am liebsten? Am liebsten so richtig, richtig weich. Nein, ich meine mit was? Mit Butter und Käse. Mit Tomatensauce ganz normal. Also ganz normal? Nur Tomatensauce. Ich liebe Bolognese, ja. Klar, ich bin der Klassiker. Ich liebe Bolognese und niemand macht so gute Bolognese wie meine Frau. Muss ich liebe mal Grüße dazu sagen. An Maren. Liebe Grüße an Maren. Also, ich muss ehrlich sagen, die beste Bolognese, die ich jemals gegessen habe, hat meine Oma gemacht. Leider nicht mehr unter uns, aber die Omas konnten noch kochen. Das ist das richtig. Ja. Aber damit können auch wir kochen. Damit können wir Spaghetti. Also ich wäre damit eine sehr gute Oma. Du bist eine hervorragende Oma. Kinder, ich zeige euch heute, wie man Spaghetti in der Mikrowelle macht. Super. Ich sage Ihnen die Bestellnummer noch. Die NC3233 und die 569. Und sowas gibt es doch auch. Es gibt doch diese hauptsächlich von Damen besuchte Abend, wo Plastikschüsseln hin und her geschossen werden. Ich dachte gerade, wo willst du denn jetzt? Ja, da kostet sowas 30, 40 Euro. Das ist richtig. Ich dachte gerade, wo willst du denn drauf hinaus? Es gibt doch diese Abende, wo die Damen, aber mit den Schüsseln, das stimmt. Mit den Schüsseln, mit den Plastikschüsseln in allen Varianten. Also ich finde das toll. Und wir schauen mal auf pearl.de, was der reguläre Preis ist. Auch 13 Euro, das ist auch schon sehr günstig, aber 5 Euro ist unschlagbar. Wie stellen wir das auch vor? In Studentenbuden, da hast du oftmals keine Kochmöglichkeit. Ja. Eine Mikrowelle hast du stell mal selbst auf die Fensterbank gestellt und da kannst du wenigstens Pasta machen. Es geht so einfach damit und so, man muss keine Töpfe sauber machen, hat keine heißen Herdplatten, also einfacher geht es wirklich nicht. Es hat auch genau die richtige Form, das ist auch immer die Sache. Wenn ich Spaghetti koche, die muss ich dann immer irgendwie da reinwurschteln, weil so einen großen Topf hat ja kein Mensch. Also, perfekt hier für die Küche. Von Rosenstein und Söhne. Ich habe natürlich jetzt so einen großen Topf. Ja? Du hast so einen großen Topf? Ja, aber ich mache da nicht Spaghetti drin. Aber ich habe so einen. Ich habe ihn irgendwo in der Schublade. Jetzt passen den Produkt. Dankeschön. Dankeschön. Jetzt habe ich irgendwie Hunger. Hast du Hunger? Ja. Das passt. Oh, das ist genial. Ja. Ob als Gag oder als Hilfe. Ich weiß nicht, ob das... Hat das jemand von Ihnen schon mal gesehen? Wir haben heute übrigens Live-Zuschauer im Studio. Ja. Sind wir ganz froh drüber. Hat irgendjemand von Ihnen eine Idee, was das hier sein könnte? Normal also eine Gabel. Aber achten Sie mal drauf, wenn ich jetzt auf das Knöpfchen drücke oder anschalte,
Das ist eine selbstdrehende Spaghetti-Gabel. Sowas ist doch genial, oder? Jetzt, also ich habe das als Anfang immer als Gag gesehen, aber ich habe Zuschriften gelesen mit Leuten, die einfach Gicht oder Rheuma haben, die, für die es gar keine andere Möglichkeit mehr gibt. Da ist es natürlich ein tolles Hilfsmittel. Für Kinder auch. Also es ist einfach toll hier, dass man hier diese Salat. Das ist genau dein Gericht hier, ne? Mit Tomatensauce. Das ist genau mein Essen. Ich werde zufrieden. Und dann müsste ich nicht mal selber die Spaghetti aufdrehen. Früher konnte ich das auch erstmal ganz lange nicht. Sei vorsichtig. Meine Mama musste mir das erstmal wirklich beibringen, wie man das richtig aufdreht. Ja, und ich glaube, damit halt wäre das auch einfacher für Deutschen, Kinder. Wir Deutschen machen das ja mit einem Löffel. Aber das, die Italiener machen das genauso, wie wir es hier sehen. Die schieben ein Teil in eine Ecke und rollen es dort zusammen. Die brauchen keinen Löffel dazu. Aber das ist natürlich genial. Selbstdrehende Spaghetti-Gabel. Hatte ich vorher auch noch nie gesehen, bevor ich hier angefangen habe. Es ist genial, oder? Ingo, Spaghetti essen für Faule. Spaghetti essen und kochen. Kochen auch für Faule. Ne? Guck mal, für Locken kannst du auch so nutzen. Ja, mach das jetzt nicht. Nicht, dass du die Haare überhaupt kriegst. Ja. Bitte keine Unfälle. Oh, geht ja. Wirklich? Geschmeidiges Haar. Zack. Vielleicht machst du dir ein bisschen wärmer und dann. Ich würde Dianas Haare aber nicht mit Tomatensauce essen. Ich würde es nicht als Lockenwickler verwenden. Nein, bitte machen Sie das nicht. Aber als Spaghetti. Seien Sie kreativ. Ja. Zum Spaghetti-Rollen. Ich finde das klasse. Ich glaube aber auch für Kinder ein Highlight. Ja, natürlich. Das macht Spaß dann zum Essen. Manchmal, liebe Kinder, Sie haben nicht so viel Hunger. Aber mit solchem Gabel, ich glaube, das werden Sie. Also wie zum Beispiel. Hast du bei Oma, wenn deine Oma würde diese Gabel haben, ich glaube, das wird noch mehr schmecken. Ja, oder? Natürlich, das schmeckt dann. Ja. Aber je nachdem, wie viele Kinder oder Enkel Sie haben, bitte jedem eine Gabel geben. Sie wissen, was das sonst für Streit gibt. Ich will die. Aber ich glaube, das macht auch riesen Spaß. Aber ich muss noch mal auf den einen Punkt hingehen, wenn man gehandicapt ist im Bewegungsapparat, aus verschiedenen Gründen. Dann bis ist das zu fünfmal dürfen Hilfe. Das bestellen. Also alle Enkelkinder und Kinder sollten damit ausgestattet werden können. Auf jeden Fall. Und Sie können ja auch die Spitze abnehmen, natürlich, damit Sie die auch reinigen können. Also gar kein Problem. Und damit macht es einfach wirklich Spaß. Die Bestellnummer für unsere automatische Spaghetti-Gabel ist einmal die NC 3260 und die 569. Und das ist einfach wirklich mal was richtig Cooles. Aber kann natürlich auch praktisch sein, wenn man, wie gesagt, ein bisschen beeinträchtigt ist. Ich glaube, die wollen uns ärgern mit der Produktauswahl. Ja, das Hunger haben, aber ich finde die Produkte bis jetzt genial. Also ja, aber ich habe Hunger. Alle drei bestellen, wenn Sie mehrfach am Tag anrufen, kein Problem. All Ihre Bestellungen werden gesammelt. Sie zahlen maximal einmal am Tag Porto bzw. Versand und Sie sehen, es geht Schlag auf Schlag. Und für alle, die ein bisschen später gekommen sind, wir sind bei der 5-Euro-Mega-Show, also fast eine Stunde Schnäppchenjagd. Und ganz am Schluss haben wir ein Produkt, was nochmal im Preis halbiert ist. Was haben wir jetzt? Oh. Unsere tollen Kopfhörer. Das ist ein komplettes Headset, das sind nicht nur Kopfhörer, das sind tatsächlich auch, hat auch eine Freisprechanlage. Und ich habe die vor ein paar Wochen mal ausprobiert, da hast du mich gesehen, wie ich das am Computer ausprobiert habe, ne? Die klingen richtig klasse. Das sind richtig gute Kopfhörer, die einen tollen Klang haben. Das ist das Wichtigste bei denen. Hier ist natürlich nochmal der besondere Trick hier, dass die also auch nicht verloren gehen können, weil die zusammenhängen. Und wenn man die nicht braucht, hängt man die sich ganz einfach um den Hals, sind magnetisch. Die halten dann aneinander wie so, wie so eine Kette. Ja. Und das ist der Hammer hier. Ein Headset für 5 Euro, ein Stereo-Headset. Wir machen so viel auf unserem Handy. Das macht einfach Spaß, hier dann gute Musik zu hören, Podcasts zu hören und sogar zu telefonieren. Das finde ich richtig klasse, dass man damit auch telefonieren kann. Und das ist wirklich praktisch, weil man verliert die nicht mit dem Magnet. Man kann sich die einfach um den Hals hängen. Gerade finde ich beim Sport geht mir das immer so, wenn man da mal einen rausmacht, weil man sich gerne unterhalten möchte, dann ist der auch verschwunden, weil die sind ja auch immer nur so ganz klein. Und ich finde, das ist auch eine tolle Geschenkidee. Und wenn ich jetzt im August von Weihnachten spreche, hat es wieder einen Hintergrund, wir haben es vorher von meiner Oma gehabt. Und meine Oma hat immer gesagt, merkt ihr eins fürs Leben, Weihnachtsgeschenke kauft man im Hochsommer. Da spart man ganz viel Geld. Also legen Sie jetzt schon Geschenkideen mal zurecht. Und ich glaube, günstiger können solche Kopfhörer nicht werden. Also ich habe schon Bluetooth-Kopfhörer gesehen, schon für 40, 50, 60 Euro. Ja. Ich glaube, nach oben gibt es da überhaupt nach oben gibt's keine, da keine Grenzen. Grenzen. Oder? Aber Diana, wie oft hast du deine Kopfhörer schon mal verloren? Entschuldigung? Wie oft hast du schon Kopfhörer kaputt gemacht oder verloren? Oh, ich glaube, jede zweite, immer ich verliere. Aber die hier, diese Probleme haben wir nicht. Ich muss sagen, wirklich sehr, sehr angenehm zu tragen. Und was gefällt mir noch, das ist unsere Fernbedienung. Das bedeutet, wir können hier zum Beispiel Lieder wechseln oder können Sie antworten, weil haben wir ein Mikrofon auch. Du kannst telefonieren, ganz genau. Also auch eine Freisprecheinrichtung.
Richtig klasse. Da ist übrigens ein Akku drin und das glaubt man nicht. Der hat 80 Stunden Standby. Das sind über 6 Tage Standby. Der hält hier einen Akku. Ich weiß gar nicht, wo der sein soll, der Akku. Der ist ja so klein. Aber es funktioniert hier. Unglaublich toll hier. HiFi-Test gibt auch hier unglaublich gute Bewertungen ab. Top-Kundenmeinung natürlich. Es ist ein fantastisches Kopfhörerset hier und das für 5 Euro. Weißt da du, muss man gleich mehrfach zuschlagen. Da meint man ja oftmals, wenn sowas 5 Euro kostet, das kann nicht klingen. Ja. Wir haben es alle ausprobiert und waren überrascht, wie toll für 5 Euro dieser Sound ist. Ja? Und Bluetooth, da ist die Technologie überall gleich, da gibt es keine Qualitätsunterschiede. Und dann noch so eine lange Akkulaufzeit. Also Daumen hoch, holen Sie hier gerne auch mehrfach. Und gerade, ich glaube, bei den jungen Leuten ist sowas unglaublich beliebt beim Sport und in der Freizeit. Man sieht die ja eigentlich nur noch mit Ohrstöpseln rumlaufen. Ja. Ja. Und jetzt kann man sich überlegen, ob er 60, 70... Mombies nennt man die. Mombies. Das ist, Mombies, das ist eine Mischung aus Mobile und Zombie. Ein Mombi, ganz genau. Die immer nur Kopfhörer drin haben. Aber auch hier eine Zuschrift haben wir für Motorradfahrer natürlich geeignet. Passt ganz einfach unter den Helm. Was ich noch dazu geben möchte, ist, dass man das auch am Computer benutzen kann, wenn man Bluetooth hat. Das ist viel eleganter als diese Headsets in Videokonferenzen, die man sieht, wo die Leute immer diese riesen Ohrmuscheln und ein Mikrofon vorm Gesicht haben. Auch kabelgebunden, da bist du ja immer am Bildschirm klein. Ja. ZX1770 und die 569 ist die Bestellnummer. Da würde ich echt gleich mehrfach zugreifen. Tolle Artikel. Wir sind aber jetzt am Anfang unserer 5 Euro über Mega-Überraschung-Spezialsendung. Wir machen sofort weiter mit dem nächsten Produkt und rufen Diana. Bitte schön. Jetzt darf ich mal wieder auspacken. Oh, das kann dir auch viel Geld sparen. Ein Thermometer. Ein digitales, Achtung, Gefrier- und Kühlschrank-Thermometer. Das macht man also ganz einfach in ein Gefrierfach oder in einen Kühlschrank und misst auf 0,1 Grad genau die Temperatur. Jetzt sprechen wir nochmal vom Kühlschrank. Weiß jemand von euch, welche Temperatur er im Kühlschrank eingestellt hat? 7 Grad. Stufe 3 bei mir. Ihr die Temperatur? Ja, ich weiß es. Ich habe nämlich so ein Thermometer mir mal reingelegt. Okay, gut, dann warst du und weiß, dass bei 4,1 genau 7 Grad bei mir im Kühlschrank sind. Okay, da weißt du mehr als 99%. Aber ich hätte keine Ahnung, was ich für eine Temperatur eingestellt habe. Hier kann man von Messbereich minus 20 bis plus 50 Grad. Und man könnte sich auch in Fahrenheit anziehen lassen. Und schreiben ein paar Leute die Erfahrungsberichte. Henrietta aus Iserlohn. Große, klare Anzeige auf einen Blick erkennbar. Das lästige Rumfummeln mit üblichen Thermometern ist Vergangenheit. Preis-Leistung sind absolut spitze. Und hier habe ich noch mehr Reisethermometer, aber hier auch, hallo, dieses Produkt ist super. Ich habe mir gleich noch 2 weitere bestellt. Noch einfacher Temperaturen zu überwachen geht nicht mehr. Gefriertruhe ist noch ein anderer Punkt. Ja, ja, sicher. Du musst ja bei vielen Tiefkühlprodukten musst du eine gewisse Temperatur im Minusbereich haben. Und wenn die überschritten wird, ist irgendwann die Kühlkette unterbrochen. Mhm. Und mittlerweile haben wir ja alle volle Kühltruhen. Ja? Da lagern ja teilweise Hunderte von Euro drin. Ja. Wäre ärgerlich, wenn die aufgrund der falschen Temperatureinstellung kaputt gehen würden. Deshalb finde ich das eine super Lösung. Ich finde es auch toll hier, die haben so einen Haken. Mhm. So ein Kühlschrankregal hat ja meistens Stangen drin. Ja. Das kann man hier ganz einfach ranhängen. Und ich glaube, magnetisch ist es auch noch, oder? Da ist so ein kleines Metallplättchen hinten dran. Und übrigens, wenn der Kühlschrank mal die Temperatur anzeigt, wie bei euch jetzt gerade, dann ist er kaputt. Ja? Dann ist es ein Heizschrank. 26 Grad. Nein, aber ich finde es schön. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, 5 Euro, Ralf. Ja. Für 5 Euro kann man sich hier diese Sicherheit holen. Wenn Kühlschränke nicht die richtige Temperatur haben, dann wird schnell alles schlecht und er friert zu. Bei Pearl.de 12 Euro, bei uns nur 5. Die Bestellnummer ist die NC3850 und die 569 am Ende. Bitte denken Sie immer an die 569, denn nur damit bekommen Sie unsere fantastischen TV-Sonderpreise. Und wo kriegst du heute noch was für 5 Euro? Ja, ganz klar, genau in der 5-Euro-Show, beziehungsweise heute in der Mega-Show bei Pearl TV. Und deshalb lohnt es sich immer wieder einzuschalten. Die gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr, nur mittwochs um 19 Uhr dann die Mega-Show. Und möchtest du wieder buzzern? Ich buzzer mal wieder. Weiter. Ich kann es kaum abwarten, was wir als nächstes bekommen. Werkzeug wäre jetzt mal schön. Werkzeug, Elektrik hatten wir noch gar nicht, Schmuck. Also Technik. Das können alle Produkte. Wir haben so viele Sparten. Wir sind immer wieder überrascht. Wow. Im weitesten Sinne des Wortes Werkzeug.
Ja, ich bin wirklich begeistert. Jetzt für 5 Euro haben wir eine Arbeitsleuchte mit COB-LED und einem Karabinerhaken plus Magnet und die ist wirklich extrem hell. Also man sieht schon diese kleine Taschenlampe, wie hell die ist. Aber eine Arbeitsleuchte sollte zu Hause nie fehlen. Also jeder, der zu Hause mal was werkelt, weiß, dass es immer an den ungünstigsten Stellen ist und dass du meistens mit deinem Körper Lichtquellen verdeckst. Ja, zum Beispiel unter der Spüle oder an Schränken. Und dann hängst du das von mir aus um den Hals oder irgendwo fest und hast Arbeitsbeleuchtung. Hier sehen wir, glaube ich, mal einen Stromausfall. Da wird der Sicherungskasten überprüft. Da ist sowas natürlich auch ganz wichtig. Und Taschenlampen sollte man sowieso immer im Haus haben. Aber für 5 Euro ist das wieder mal ein richtiges Schnäppchen. Ja, das ist wirklich sehr hell. Also die Taschenlampe hat 70 Lumen und hier die Arbeitsleuchte hat 250 Lumen. Das ist wirklich fantastisch. Und wir haben hier eben auch kein Kabel dran. Also man braucht keine Steckdose in der Nähe. Das ist natürlich auch klasse. Bis zu 12 Stunden Leuchtdauer. Und der Magnet ist praktisch, dass man auch einfach mal die Hände frei hat. Ja, also ist das mit Akkumuni? Batteriebetrieb. Können wir nachschauen. Ich mache einfach mal auf. 3 AAA-Batterien sind drin. Ja, aber es ist LED-Technik, das heißt, die halten wirklich auch sehr, sehr lange. Den Magnet, gerade es gibt viele Werkstätten. Mhm. Oder ich habe doch gerade die Spüle angesprochen. Du hast wenn du unter der Spüle bist, so ein Sifon, dann hängst du das einfach, ist ja magnetisch, an die Spüle dran, hast du unten alles beleuchtet oder ansonsten ist der Karabinerhaken dran. Ja, wir haben hier hinten, machen wir mal hier, ist das magnetisch? Gucken wir mal. Nein, ist nicht magnetisch. Ist nicht magnetisch. Das müsste Aluminium sein, siehst du? Aber unterm Tisch haben wir irgendwas? Nee, aber glauben Sie es uns einfach, dass es magnetisch ist. Ich kenne das, so unter der Spüle liegen, wenn man da irgendeinen Schlauch festmachen muss oder irgendwas sauber machen muss, das ist eine Katastrophe. Man ist eh so beengt und dann muss man noch eine Taschenlampe halten, das ist eine Katastrophe. So eine Lampe ist da richtig klasse und schaut mal, wie hell die ist. Aber vielleicht auch fürs Nicht reingucken, bitte. Ich gucke nicht rein, ich lasse mich bestrahlen. Wirklich sehr hell, natürlich auch fürs Auto zum Beispiel auch mal richtig gut, die dabei zu haben. Ich glaube, eine gute Arbeitsleuchte und Taschenlampe braucht man wirklich immer zu Hause, im Auto, vielleicht auch mal in der Werkstatt. Also überall braucht man einfach gute Ausleuchtung und gutes Licht und die bekommen Sie hier für nur 5 Euro, wirklich fantastisch. Wahnsinn. Die Bestellnummer ist die NC 3873 und die 569 und wir haben auch wirklich nur sehr zufriedene Kundenbeiträge. Die sind alle richtig begeistert, also am besten hier direkt bestellen. Ja, das können wir heute bei allen Produkten sagen. Also wir hatten so viele Volltreffer schon. Ja. Aber es geht ja Schlag auf Schlag. Nicht ausruhen. Oh, oh. Und jetzt kommt auch noch ein Preisalarm. Preisalarm. Wir haben hier ein Produkt, das extremst reduziert wurde auf 5 Euro. Aber jetzt mit der Eingrenzung maximal ein Stück pro Besteller. Jetzt bin ich gespannt, was da rauskommt. Ein Saisonprodukt. Ihr werdet jetzt ganz neidisch sein. Nein. Wir haben hier nämlich einen Ventilator. Oh. Ist der Akku betrieben? Der ist akkubetrieben, ganz einfach per USB. Ja. Oh, herrlich. Und guck mal, den kann man gerade an so einen Tisch. Nein, der ist nicht akkubetrieben. Du kannst ihn am USB betreiben oder 4 Batterien reintun. Ach, Batterien dann, okay. Aber wenn ich Akkus reinmache, kann ich ihn dann kannst du auch mit Akkus. Also hier läuft auf jeden Fall ohne Kabel. Ich lasse den jetzt die ganze Sendung da, weil bei uns im Studio ist heute nicht gerade kalt, um das vorsichtig auszudrücken. Das ist so egoistisch, ja, haben wir gesehen, oder? Ne? Ja, du kriegst doch auch. Komm, wir rutschen ein bisschen näher zusammen. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht, Moni. Du hast deinen auch nur für dich. Ist auch angenehm, oder? Erstmal ich. Das hören wir hier den ganzen Tag. Was hättest du denn gemacht? Ingo, was hättest du gemacht? Hättest du, wenn du jetzt den Ventilator gehabt hättest, hättest du Monika nicht... Nee, erstmal dir. Mir, also das haben wir. Hättest du Monika, oder? Genau das haben wir erreicht. Aber ich finde das schön mit der Klemme, dann kann man auch so auf den Tisch stellen. Guck mal, man muss den gar nirgends festklemmen. Und dann sind wir... Also ich finde sowas toll. Meine Haare wehen. Ihr wisst ja alle, ich habe bei mir auf dem Schreibtisch habe ich einen Ventilator, nicht ohne Grund. Ja? Und sowas ist natürlich auch toll. Ja, du musst jetzt nochmal deine Haare bürsten. Also, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen mit unseren Mikrofonen. Durch den Wind klingen die dann komisch. Aber Ingo trägt Haar auf jeden Fall heute offen, hat er gerade gesagt. Ja? Du hast meine ganzen Haare durcheinander gebracht. Sehr angenehm, oder? Aber es macht richtig Spaß. Super angenehm.
Also ich finde das klasse. Er sieht auch noch schick aus. Also ich hab einen Ventilator bei mir auf dem Schreibtisch, nicht ohne Grund. Wenn man sich konzentrieren muss, muss man einen kühlen Kopf bewahren. Und bei diesen Temperaturen und bei der hohen Luftfeuchtigkeit, die wir gerade haben, fällt das sehr, sehr schwer. Mhm. So ein bisschen abkühlender Wind hilft dann. Was ich natürlich toll finde, das ist ja flach zum Stehen, aber schauen Sie mal, die Klemme. Man kann das überall anklemmen, auch mal draußen auf dem Balkon, wenn man da so ein Terrassenfisch hat, anklemmen. Soll ich mal zumachen? Ja. Krokodil frisst dich. Pass auf, da ist ein bisschen Druck drauf. Ja? So, jetzt hält es am Finger. Aber guck, das ist auch gepolstert alles. Dann ist ja, dein Möbel auch nicht kaputt. Ich finde das sehr, sehr wichtig auch. Ja, zerkratzt nichts und man kann wirklich dann in alle Richtungen drehen und schwenken, dass man genau den richtigen Winkel hat, womit man den maximalen Windstoß und die Erfrischung bekommt hier. Wir haben es ja vorhin gesehen am Kühlschrankthermometer. Ich glaube, wir hatten 27 Grad hier. Es ist nicht kühl hier bei uns im Studio. Deswegen genießen unsere Damen jetzt gerade den Ventilator und hoffentlich kriegen wir ihn auch gleich mal wieder. Unsere Zuschauer, die eifersüchtig auch jetzt. Ne? Ja, genau. Ich gebe einen. Die lassen wir den Rest der Sendung bei unseren Zuschauern. Sie geben ihn bitte mal durch. Machen jetzt live den Qualitätstest hier bei uns in der Sendung. Bitte schön. Aber schön abwechseln, ja? Ja, wir kontrollieren das. Das ist wirklich angenehm. Nein, aber wirklich bei den Temperaturen, du kannst ja teilweise wirklich nicht mehr selber helfen. Selbst beim Sitzen schießt einem das Wasser auf die Stirn, man wird feucht. Jetzt schauen wir mal, was dieser Ventilator bei Pearl.de kostet. Wow, 18 Euro. Bei uns heute nur 5 Euro. Ist unser Preisalarm, deswegen bitte nur einmal pro Besteller bestellen. Mit der Bestellnummer ZX8037 und der 569. Ich glaube, wir haben hier schon ein paar Käufer bei uns im Publikum gefunden. Es ist eine wirklich tolle Erleichterung, gerade wenn es so heiß ist und man sich konzentrieren muss. Vielleicht auch mal an den Grill. Es ist ja schon heiß und dann muss man noch am warmen Grill stehen. Das ist wirklich eine Tortur. Den kann man einfach überall hin mitnehmen, der braucht kein Kabel. Oh, ich habe so Ablageflächen links und rechts vom Grill. Damit könntest du gerade festklemmen. Ist perfekt. Wirklich dir noch mal frische. Ich habe einen Ventilator am Grill stehen, das ist eine enorme Erleichterung. Okay, Sie vielleicht auch bald, aber jetzt haben wir knapp Halbzeit. Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, wir sind heute am Mittwoch, wie immer, in der 5-Euro-Mega-Show. Das heißt, wir haben fast eine ganze Stunde Schnäppchenjagd. Wir haben jetzt sehr schickes Licht, das kenne ich gar nicht. Licht. Oh, wow. Es ist eine LED-Treppenleuchte plus Nachtlicht mit einem Bewegungssensor. Aha. Und damit schaffst du für mehr Sicherheit im Haus die kompakte LED-Leuchte. Macht Stolperfallen in Hausflur, Treppenhaus und Co. sichtbar. Ideal, wenn Sie nachts raus müssen oder früh morgens aufstehen. Also die einfach an die Wand angebracht und der Bewegungssensor sorgt dafür, dass das Licht dann noch ein bisschen heller wird. Also Nachtlicht haben wir permanent. Ja? Und wenn dann aber Bewegung kommt, da sehen wir es sogar an einem Schrank, das ist ja genial gemacht. Das ist ja genial, ein kleiner Schrank. Ne? Du machst den Schrank auf und hast Licht. Das ist eine tolle Idee. Ah, das ist drin. Ja. Ich dachte, das ist Briefkiste. Ah, das kann auch sein. Nee, guck mal, mach doch die Tür wieder aber zu. Bei Briefkiste, das ich finde auch sehr, sehr clever, weil du kommst nach Hause, das ist schon zu spät, zum Beispiel also im Winter. Briefkasten oder beziehungsweise über dem Schlüsselloch, ja? Ja, wenn auch. Man draußen ich suche meinen spärliche Schlüssel Beleuchtung hat, ja? Eine Stunde. Auch eine gute Idee. Mülltonnenabdeckung auch, ne? Wenn du im Dunkeln irgendwie die Mülltonne, den Müll auffüllen willst, muss das sehr sauber sein. Im Dunkeln ist das gefährlich. Hier kann man ganz einfach für Licht sorgen. 5 Euro und die brauchen eben keine Stromquelle, weil sie batterienbetrieben sind, brauchen keine Sonne, weil sie eben batteriebetrieben sind. Ganz, ganz fantastisch hier. Damit sind sie nachts sicher unterwegs, ob es zum stillen Örtchen, zum Kühlschrank oder an ihren Kleiderschrank ist. Das schreibt uns übrigens auch Helga. Mhm. Helga schreibt uns, ich habe die Leuchte hinter der Schlafzimmertüre auf dem Flur angebracht. Licht anknipsen beim nächtlichen Gang zur Toilette ist nicht mehr nötig. Also auch das natürlich sehr zweckmäßig. Also ich glaube, vielfältig einsetzbar. Oh. Im ersten Satz stand was von Stolperfallen. Viele haben irgendwo eine Stufe, die man als auch mal gerne vergessen könnte. Und dann kann man eben solche Stolperfallen entschärfen, indem man sie beleuchtet. Du weißt doch, bei mir runter im Keller. Ich habe unten im Kellerlicht, die Treppe runter zum Keller hat kein Licht. Dafür ist das ideal sowas. Aber im Kellerlicht. Im Keller ist nicht, aber die Treppe. Partykeller. Das ist nicht normale Keller. Du hast ja noch nie besucht. Weißt du, runterkommen ist ja bei Ihnen kein. Runterkommen in den Partykeller ist ja nicht schwer, aber wieder hochkommen danach. Nach der Party.
Die Bestellnummer ist die NX7389 und die 569. Hier dürfen Sie wieder bis zu 5-mal zugreifen. Ich glaube, es gibt einige Stolperfallen oder einige Lichtdefizite, die man gerne lösen würde. Ja. Und hier sehen wir ein paar Beispiele. Aber das, was Diana vorhin gesagt hat, im Eingangsbereich, im geschützten Eingangsbereich, damit man Schlüsselloch immer beleuchtet hat. Ich glaube, jeder ist schon mal vor dem Eingangstür gestanden und hat geflucht. Ich habe es mal mit links versucht. Ich triff nicht, weil ich so wenig sehe. Ja? Ja. Und es wird ja jetzt auch immer früher wieder dunkel. Ja. Gestern um 9 Uhr war es schon fast finster wieder. Das ist mein Produkt. Das ist dein Produkt? Ach ja, ich weiß. Hat die Anna im Auto? Das einzige Kabel, was in mein Auto überlebt. Schon, ich glaube, vier Jahre, glaube ich, habe ich diesen Kabel. Das ist also ein richtig gutes Zeichen. Bei mir, das ist echte Qualität. Ja, wir haben hier ein 3-in-1 Schnellladekabel mit Micro-USB, USB-C und auch Lightning. Also für alle Geräte eigentlich, die es momentan so gibt. Und die kann man hier alle auch gleichzeitig tatsächlich laden. Ja, und vor allem oftmals heißt es ja, hast du mir mal ein Ladegerät? Dann heißt es erstmal, was für ein Handy hast du? Was für ein Kabel brauchst du? Hier kann man immer Ja sagen, wenn jemand sagt, hast du ein Ladegerät für mein Handy? Ja, weil das sind die drei Anschlüsse, die in Deutschland seit vielen Jahren genormt sind. Lightning für die Apple-Jünger und die Android haben entweder USB-C oder Micro-USB. Was ich liebe, und deshalb sagt Diana auch, das hält so lange, diese Textilummantelung. Ich weiß, in den 70er Jahren, da war das noch gang und gäbe, 60er, 70er Jahre, da waren in Deutschland alle elektrischen Geräte mit Textil umwickelt, die Kabel. Ja. Meiner Meinung nach haben die damals viel länger gehalten. Wahrscheinlich ist das irgendwann mal aus Kostengründen aufgegeben worden. Jetzt haben wir nur noch die Plastikkabel, die gerne mal brechen, kaputt gehen. Da hast du hier wesentlich weniger Risiko. Also sehr gute Qualität. Diana, wie viele Jahre hast du deins? 4 Jahre, wie gesagt. Ich nutze das in mein Auto und ich muss sagen, ich nehme diesen Kabel immer in Urlaub zum Beispiel. Und dann ich muss nicht so viele Kabel mitnehmen, dann ich nutze das für mein elektronisches Buch, für mein Handy, mein Kopfhörer, mein Tablet. Ja. Also, jetzt ist er auch bei dir. Du hast dein Handy, hat Lightning, aber dein E-Book hat USB, Micro-USB. Micro und mein Kopfhörer haben Typ-C. USB-C, also du brauchst ja alle drei schon rein für deine Geräte. Ja. Müsstest normalerweise drei verschiedene Kabel. Wenn jemand möchte mit, muss ihr sich auch ein Kabel kaufen. Ja. Das ist übrigens nicht nur zum Laden, sondern auch als Datenkabel natürlich zu benutzen. Damit können Sie Ihre Daten von Ihrem Handy mal sichern. Die sind nur auf dem Handy, Ihre ganzen Fotos und alles, geben sich einen Ruck und holen die mal runter davon, damit Sie da eine Sicherungskopie haben. Ganz toller Deal hier, 5 Euro und das dürfen Sie gerne bis zu 5-mal bestellen. Ja, und die Länge liegt hier bei 1,20 Meter, also auch noch lang genug auf jeden Fall und eben auch stabil. Und Sie haben hier einfach 3 Anschlüsse für 3 unterschiedliche Smartphones zum Beispiel. Sie bestellen es gerne mit der PX2460 und der 569. Und die Inga aus Ludwigsburg hat geschrieben, so habe ich das richtige Ladekabel zur Hand, vor allem wenn Besuch kommt und Sie müssen schnell Ihr Smartphone laden. Ja, das ist nämlich immer so eine Sache, wenn man Besuch bekommt, weil dann kann die Laune auch mal ganz schnell in den Keller gehen, wenn das Handy leer ist. Ja, du würdest, deine Laune würde in den Keller gehen, oder? Also ab 20% kriegst du Schweißperlen auf der Stirn, Ja, aber damit kann man die ganze Familie mit Strom versorgen. Mensch, toll. Also wir gehen heute wirklich durch alle Produktgruppen. Oh. Garten würde noch fehlen. Sind wir jetzt beim Zahnarzt? Nein, das ist ein Werkzeug. Wir haben hier noch viel mehr. Muss ich einen großen Mund haben für. Es ist ein dreiteiliges Werkzeugset, das können wir hier sagen. Ja. Ja, und zwar mit Teleskop. Das eine ist ein Magnet, das andere eine Leuchte und mit diesem Spiegel kann man um die Ecke schauen. Jetzt ist das auch bei Junior-Spionen sehr beliebt, dann kann man wirklich um die Ecke schauen. Aber gerade mit diesem Spiegel kann man im mechanischen Bereich sehr viel machen. Motorbereiche, man sieht plötzlich an Ecken, die man von oben nicht sehen würde. Ja? Und daher ist das wirklich eine tolle Ergänzung für jeden Werkzeugkasten. Oh, guck mal, mir ist Geld runtergefallen. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Wo ist das überhaupt? Jetzt kann ich einfach hier klick, aufheben, brauche mich nicht zu bücken und kann dann eben auch mal hier bei dir unter den Stuhl oder so. Und auch in so Ritzen, wo man sonst nicht drankommt. Im Auto, zwischen Sitzungen, ne? Das ist immer bei mir etwas. Schlüssel immer verliere ich dort oder so.
unter Schlüssel. Dem Couch. Was oder ganz schlimm ist, zwischen dem Sitz im Auto, da kommst du ja mit der Hand nicht hin. Da kommst du, kriegst du fast nichts mehr raus. Da hilft das auch. Ich weiß, wir haben auch eine Kundenzuschrift. Vielleicht ist sie hier auch drauf. Ja, oh, die ist drauf. Lies uns die mal vor, weil ich das auch sehr, sehr interessant finde. Ja, ist auch interessant. Hier der Olaf aus Augsburg schreibt, bin Rollstuhlfahrer und das Produkt dient mir dank der Magnete zum Aufheben von Gegenständen. Also ganz, ganz viele Anwendungen. Schauen Sie mal, hier kann man das dann ganz einfach damit aufheben. Bei dir ist noch eine Taschenlampe mit dran, ne? Richtig, genau. Sehr gut. Eine magnetische Taschenlampe. Also alle drei Stück für 5 Euro, ne? Ja. Drei Stück für 5 Euro und wenn Sie es nicht brauchen, ganz einfach. Aha. Und sag ja, ich finde diesen Spiegel unglaublich sinnvoll, weil man eben um die Ecke schauen kann. Ich weiß, dass mein Bruder ist Kfz-Mechatroniker und der hat sowas geliebt, weil er dann eben von oben, hast du es mal gesehen, da ist irgendwas im Argen, aber man kann ja nicht um die Ecke schauen und wegen jedem den Motor auszubauen, ist glaube ich ein bisschen aufwendig. Ja, aber hier konnte er dann eben auch an Stellen schauen, die man sonst nicht sieht. Man kann Wer sammelt auch mehr Geld? Damit. Ja. Ist das eine Wünschelrute? Angelspiel. Ja, das ist meine Show. Magie-Show, meine. Guck mal. Ich dachte, du suchst eine Wasserader. Wo ist die Aber Magnete ist sehr, sehr stark, muss ich sagen. Guck mal. Wow. Also für 5 Euro kann man doch hier nichts falsch machen. Ja, vor allem, es ist so klein zusammenzulegen, aufgrund dieser Teleskopfunktionalität hier. Sollte in keinem Werkzeugkoffer fehlen. Es ist wirklich fantastisches Werkzeug, was Sie auch bis zu 5-mal bestellen dürfen. Die Bestellnummer ist die NX8229 und die 569. Wir haben tolle Produkte hier wieder drin. Das ist ein echtes Highlight, ein Evergreen. Den haben wir so alle 2-3 Monate mal in der 5-Euro-Show. Du guckst mich gerade an, Moni. Ich sehe dich. Ich sehe dich auch. Ich gar nicht zu dir schauen. Heimlich, heimlich. Gut, dass er für hat Kinder keinen Spiegel. Spielen, spielen ist das auch schön, wirklich. Ja, der Spiegel ist auch toll, weißt du, wenn irgendwas so hinter den Küchenschrank fällt oder irgendwo, wo man nicht so einfach rankommt. Und kann man hier Sofa. Ganz einfach mal unterm Sofa gucken, hinterm Bett. Kennt ihr das? Wenn man noch so ein riesen Bettteil mit dran hat, dann muss man das erstmal wirklich komplett wegschieben. Ja. Das ist ganz schlimm. Mein Handy ist da mal hintergefallen. Und ich wusste nicht, wo es genau liegt. Wie fällt jetzt ein Handy hinters Bett? Ja, das ist schnell. Nein, das war eine rhetorische Frage. Ich möchte es gar nicht hören. Aber ich finde, es ist eine sinnvolle Erweiterung für jeden Werkzeugkasten. Dessen bin ich mir sicher. Über dein Handy unterhalten wir uns vielleicht später noch mal. Aber Sie bestellen sich jetzt dieses Zubehör. Also mit diesem Spiegel, schon allein dieser Spiegel wäre mir jetzt persönlich 5 Euro wert. Ja, ich finde den Magneten klasse, weil man damit eben wirklich Sachen, die schwer zu erreichen sind, rausholen kann wieder. Und dann hier eben das Dreier-Set. Sie kriegen alle drei für 5 Euro. Irre. Ja. Also Werkzeug haben wir jetzt auch. Garten wäre jetzt mal dran. Komm. Hatten wir schon Elektronik? Ja, das Ladekabel und den Kopfhörer. Ist das was für den Garten? Ich habe gerade ausgepackt. Aha. Okay. So. Dankeschön. Hoppala. Willst du noch mal auspacken? Ja, ich schenke dir das hier. Oh. Sehr schön. Dekoration und Beleuchtung. Ist das und zwar gleich, ihr könnt mal zählen, wie viele da drin sind. Es ist nämlich ein Sechser-Set. Ein Sechser-Set von diesen LED-Teelichtern? Also es geht um die LED-Teelichter und zwar ein Sechser-Set mit täuschend echter flackernder Flamme. Bei diesen kann man sogar einen Timer einstellen und der Timer heißt 6 Stunden Betrieb, dann aus und 18 Stunden später geht es wieder an. Das heißt immer um die gleiche Jahreszeit. Aber allein die Teelichter ohne irgendwelche Teelichthalter sehen schon gut aus. Wir haben ja als Beispiel Teelichthalter, bitte. Die sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es geht jetzt nur um diese 6 Teelichter. Aber ach, guck dir mal die Optik hier an. Das sieht ja wirklich aus, als wenn hier ein Teelicht drin wäre. Ja, durch dieses Flackern, ne? Ja. Sogar stimmt. Wenn man ganz genau hinguckt. Ja, und das überhaupt auch nicht gefährlich, das gefällt mir. Ja. Weil zum Beispiel, ich liebe so Licht haben, wenn ich Fernseher schaue abends und dann ich kann einschlafen. Ja. Und natürlich mit echten Kerzen, das kann sehr, sehr gefährlich sein und nicht sicher. Oder vielleicht haben Sie Haustiere oder Kinder zu Hause, natürlich, das ist das beste Lösung. Guck mal, sieht wirklich echt aus. Richtig. Und da schreibt uns auch Pia, gerade was die Sicherheit eingeht. Pia aus Wendlingen schreibt, sehr guter und ungefährlicher Einsatz für Ersatz für echte Teelichter. Und die Helga aus Greifenburg, die Lichter kommen in einem alten Weinglas sehr schön zur Geltung. Oh. Ich glaube, die kommen überall gut zur Geltung. Und es soll ja Menschen geben, die einmal im Monat in ein schwedisches Möbelhaus fahren, nur um neue Teelichter zu kaufen. Ja.
Weil sie da in großen Säcken gibt. In großen Säcken. Aber die sind halt wirklich sehr, sehr ungefährlich. Die kann man auch mal unter den Vorhang stellen. Ja. Die gehen auch nicht aus, wenn es mal draußen windig ist oder so. Und das ist einfach schönes für Licht. Für Badezimmer. Fürs Badezimmer. Ja, sehr romantisch kannst du auch machen. Das kann man, wenn man in seiner Badewanne liegt, kann man dann hier weißt du, ich finde das immer lustig, Ingo. Wenn man mit uns Männern spricht, ist die Weihnachtszeit ist die Kerzenzeit. Wenn du mit Frauen sprichst, 12 Monate Kerzenzeit. Ja? Ja, also von Januar bis Dezember, das ganze Jahr ist Kerzenzeit. Oder draußen auf dem Balkon bei mir. Also das sieht so schön aus, wenn man da ganz viele hinstellt. Und hier können Sie bis zu 5-mal zugreifen. Das heißt, 30 Stück können Sie sich von denen holen. Eine Timer-Funktion haben die auch noch, hast du gesagt, Ralf. Ja. Ne? Die Bestellnummer ist die ZX6049 und die 569. Nochmal, es ist ein 6er-Set. Und noch etwas, wenn Sie mal irgendwo für ein bisschen Stimmung und Romantik und Atmosphäre schaffen wollen, in Pflegeheimen, ist sowas auch eine tolle Geschenkidee. Weil in Pflegeheimen ist in den allermeisten, die ich kenne, offenes Feuer verboten. Klar, Brandschutzbestimmungen, aber LED-Kerzen dürfen da leuchten. Und so Teelichter hat man überall schnell mal nett platziert, würde ich sagen, oder? Richtig also ganz schöner Deko. Ja. Ganz schöne Deko. Weiter geht's auch schon. Also ich bin richtig begeistert heute von den ganzen Produkten. Ich hoffe, Sie auch. Und denken Sie dran, am Ende haben wir ein Produkt für halbe 5 Euro. Ist da, hast du das kaputt gemacht? Das klappert so. Schauen wir mal. Wow, ich bin wirklich begeistert. Wir haben nämlich Zitrus- und Saft. Die sieht mal richtig toll aus. Jetzt bin ich gerade reingefallen. Wir haben eine Zitrone, das ist eine Zitronenpresse. Aber ich habe gerade gedacht, das soll ich mit der ganzen... Die müsste man in der Mitte durchschneiden, aber die ist aus Kunststoff. Also, aus Dekogründen. Da könnten wir lang pressen, da wird nichts rauskommen. Aber das hier ist das Highlight. Und ich liebe es, so frisch gepressten Orangensaft. Ja? Und hiermit kannst du auch mal was anderes. Da kannst du natürlich Zitronen pressen. Limette. Was ich liebe. Limette in Cocktails, in Getränke, Zitrone schmeckt immer gut. Und das für Salat. Aber was ich auch mache, ist, wenn ich mal Schnitzel zu Hause mache, mit so einer Zitronenpresse wirklich Zitronensaft. Ich nehme nicht das Konzentrat, das du überall kaufen kannst, sondern ich presse da wirklich drauf. Schmeckt fantastisch. Nein, besser mit Lachs. Auch über Lachs. Ich esse keinen Fisch, aber schmeckt mit Sicherheit genauso gut. Dein Lachs und mein Schnitzel ja, mit Zitrone. Aber ich finde, die sehen auch toll aus. Das muss ich mal sagen. Ja, vor allem gute Qualität. Die sind aus Metall, wenn ich richtig, das richtig in Erinnerung habe. Sehen richtig schick aus. Die haben auch noch so einen Henkel, dass man die auch so an die Küche hängen kann. Haben ja viele Leute so Haken. Sieht super schick aus und ist, wie gesagt, sehr robust, sehr stabil. Ich kenne die aus Plastik, die können schon mal zerbrechen. Die hier sind aus Vollmetall und sehr robust. Ja, zum Beispiel bei Salatdressing auch. Wir brauchen auch Zitrone oder beim Backen. Zum Tee. Beim Backen. Ist das besser, als wenn du Zitronenaroma reingibst, also frisch gepresstes oder auch natürlich, beim Backen besser? Natürlich. Das müssen wir uns erklären. Unsere Backweltmeisterin hier in der Firma ist Diana. Die backt jeden Kuchen. Nur bei der Linzertorte tut sie sich noch ein bisschen schwer. Aber, aber die kommt, glaube ich, nächste Woche. Dass ich dieses Jahr eine bekomme. Aber also du meinst, du presst auch Zitronen frisch anstatt Konzentrat. Aber normalerweise ich mache das mit meiner Hand. Aber ich glaube, mit diesem kleinen Gerät, das wird besser. Klar. Und für 5 Euro kann man wieder mal nichts falsch machen. Ja, und das schreibt auch die Adelheid, die einfachste und schnellste Methode, Zitrusfrüchte zu entsaften, verwende sie täglich. Das ist ja auch mal richtig gesund, wirklich täglich frische Vitamine zu sich zu nehmen. Das soll ja auch wirklich helfen. Also ich kenne viele, die pressen sich morgens eine halbe Zitrone aus und trinken die pur. Es ist gut für den Kreislauf, gut für den Organismus, entgiftet, entschlackt ein bisschen, sagt man. Eine Vitaminbombe am Morgen. Eine Vitaminbombe am Morgen. Mit der NC 5898 und der 569 direkt bestellen für nur 5 Euro. Das schmeckt dann auch immer richtig gut frisch gepresst. Sehr, sehr schön. Ralf hat es vorhin gesagt, Sie können jederzeit anrufen, so oft anrufen, wie Sie wollen. Wir sammeln all Ihre Bestellungen über den ganzen Tag und Sie zahlen nur einmal Versandkosten. Und wir haben eine gebührenfreie Telefonnummer. Schon wieder Licht. Aber das ist mal richtig klasse für draußen. Jetzt sind wir im Garten oder auf dem Parkplatz oder auf einem gepflasterten Weg. Parkplatz. Weil das ist die Größe, die Normgröße eines Pflastersteins oder die länglichen eines halben. Und hier hast du jetzt einen beleuchteten Pflasterstein. Man kann das ganz einfach im Garten dekorieren. Aber zum Beispiel kann man auch damit ganz einfach Parkplätze markieren. Weil sobald es dunkel wird, gehen die an.
Sie haben Solarpanel, sie laden sich tagsüber selber auf. Und dann ist das natürlich schön als Grundstückbegrenzung, mhm, ja, oder als, um Parkplätze zu markieren. Da sehen wir es. Guck mal, Pflasterstein, einfach ein Pflasterstein raus. Das hat auch dieselbe Höhe, reinsetzen. Und da kann auch ein LKW drüber fahren. Der hält das, das halten diese Lichter aus. Das ist sehr, sehr massives Glas. Ja, und das Ganze braucht kein Kabel, kein Strom, keine Batterien. Das hat ein Solarpanel drin. Das heißt, in dem Moment, wo es dunkel wird, fangen diese, ja, Pflastersteine hier an zu leuchten. Perfekte Beleuchtung hier, sieht richtig, richtig schick aus. Schauen Sie sich das mal an hier. Einfach statt eines Pflastersteins den hier rein. Sie können den natürlich auch einfach so in den Garten legen für so eine Stimmungsbeleuchtung oder aufs Fenster. Ich finde, durch das dicke Glas hat man also diese schönen Lichtreflexionen drin. Und das ist eine ganz angenehme Beleuchtung. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn jemand im Garten hinten noch so gepflasterten Weg hat, das, ja, haben viele, dass man einfach da alle paar Meter so einen Lichtakzent setzt. Mhm. Das sieht toll aus. Also ich hatte sowas in rund bei mir auf dem Weg zur Sauna hoch. Du weißt es, Ingo? Ja. Und ich habe ein Schlafzimmer im zweiten Stock und wenn ich da nachts mal rausschaue, das sieht einfach toll aus, ja, wie da so einzelne Lichtakzente sind. So könnte es bei Ihnen auch aussehen. Aber erster Gedanke ist meistens der beste. Hier kann man natürlich auch Parkplätze genauestens markieren und wir haben hier eine Sonderregelung. Sonst wissen Sie, maximal 5 Stück pro Besteller und das würde reichen, um einen Parkplatz zu markieren. Deshalb erhöhen wir hier oder verdoppeln wir die Bestellmenge. Sie dürfen von diesen Bausteinen hier bis zu 10 ausnahmsweise bestellen. Ja, ich wüsste auch gar nicht, wo man sowas sonst kriegt. Es sieht wirklich richtig klasse aus, wenn Sie das bei sich irgendwo einbauen oder hinstellen oder hinlegen. Ein ganz tolles Licht, was nachts dann automatisch durch die Solarenergie hier 8 Stunden leuchtet, sobald es dunkel wird. Richtig klasse, sehr, sehr schöner Lichtakzent, den Sie hier setzen können. Und Sie dürfen ausnahmsweise, Ralf, du hast es gesagt, diesen Artikel bis zu 10 Mal bestellen. Damit kann man schon mal eine ordentliche Fläche hier beleuchten nachts. Und schau, so sieht man es ja dann, weil so kommt, also bis dahin ist es eigentlich in der Erde drin und das würdest du dann sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man gar kein gepflastertes hat, dass man das irgendwo im Garten, sondern leicht eingräbt, ja? Ja, und dann, ja, auch als Lichtakzente setzt. Ja? Also ich glaube, da gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten und 5 Euro, muss ich sagen, ich hätte sowas jetzt, also ohne Beleuchtung würde ich sagen, so ein Pflasterstein kostet schon fast 5 Euro. Hier hätte ich auf 10, 20 Euro geschätzt. Also 5 Euro, wieder mal ein Megapreis in unserer 5-Euro-Megashow. Bis zu 10 Mal dürfen Sie den bestellen mit der Bestellnummer NC6028 und der 569. Ein wunderschönes Lichtobjekt, das illuminiert Ihre Einfahrt, Ihren Garten, egal was. Sehr, sehr schön hier, ist sehr robust durch dieses dicke, dicke Glas, was da drin ist. Und Sie brauchen sich um gar nichts zu kümmern. Das leuchtet jahrelang, jede Nacht bis zu 8 Stunden. Den Strom kriegt es von der Sonne. Sie brauchen also auch kein Kabel hinzulegen. Richtig klasse hier. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön, so statt einem Pflasterstein. Ingo, wenn ich mich nicht irre und meine Uhr richtig soweit geht, sind wir jetzt beim letzten Produkt. Ganz egal, was jetzt kommt, wir haben es nochmal halbiert. Es kostet jetzt gerade mal 2,50 Euro. Und auch dieses Produkt dürfen Sie wieder bis zu 5-mal bestellen, wenn Sie es möchten. Und ich bin gespannt. Sag mal, wo kriegst du heute noch was für 2,50 Euro? Kugeleis. Ja, gerade noch. Grad noch. Mal schauen, wie lange noch. Ja. Wir haben 6 Liter. Oh, 6 Liter war eine Kühltasche. Genau, wow. Es ist eine isolierte Mini-Kühltasche, wow, mit 2 Tragegurten und die hat 6 Liter Fassungsvermögen. Boah, bei dir ist was drin, Moni, ne? Ja. Was passt denn da alles rein? Was da alles reinpasst, zum Beispiel ein Apfel. Immer wichtig, immer gesund. Ein bisschen Wasser natürlich. Aha. Dann ein bisschen anderes Limo. Wasser. Limo. Und natürlich, wenn man da auch noch Kühlpads reinmacht, dann bleibt das noch länger kühl. Aber gerade beim Einkaufen, finde ich, jetzt bei den Temperaturen, wird es allein auch schon im Auto ziemlich warm, die ganzen Einkäufe. Und wenn man die einfach noch frisch halten will, ist das ja eine super Sache, da passt da echt viel rein. Du, aber auch für Kinder in den Kindergarten, wenn man, ja, was zu essen, ja, gibt, in die Schule, in die Arbeit, ist das sehr sinnvoll. Aber, jetzt muss ich dich mal zitieren, sowas ist auch sehr sinnvoll im Hochsommer für Schminksachen. Ja. Die zerlaufen, oder? Das ist richtig. Ja, bei der Temperatur, das
halten die Make-up-Produkte nicht aus. Auch das natürlich eine super Sache. Vielleicht auch für Medizin, wenn Sie die aus der Apotheke nach Hause bringen wollen. Hier werden die einfach ein bisschen kühl gehalten. Nicht nur aus der Apotheke. Also auf vielen Medikamenten steht drauf, höchstens bei Zimmertemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Wenn du jetzt unterwegs bist, irgendwo in Urlaub und hast die in einer normalen Tasche, die überhitzen, dann nimmst du sowas mit, machst deine Medikamente. Siehst, in deinem Alter sind die Schminksachen wichtig, in meinem Alter die Medikamente. Ja, aber ich glaube, es ist für jede Generation was. Wofür würdest du es verwenden? Für Eiscreme zum Beispiel, wenn du nimmst Eiscreme zum Pause auf der Arbeit, für Lieblingskollegen. Das, was du sagst, ich habe neulich ein Eis im Supermarkt gekauft und ich habe 8 Kilometer Heimweg gehabt. Zu Hause war es flüssig, ja? Ja. Ich hatte sie umgeschützt. Schokolade auch. Da ist sowas zum Beispiel. Schokolade. Viele Schokolade kannst du gerade gar nicht kaufen, weil sie wegläuft. Ja. Ja. Also wirklich ein tolles Produkt für 2,50 Euro. Gerne auch mehrfach zugreifen. Die Bestellnummer ist die NX7543 und die 569. Eine isolierte Kühltasche für 2,50 Euro. Wahnsinn. Also super natürlich für Einkäufe trockener, also kühl nach Hause zu bringen, auch wenn es mal 10 Minuten dauert, bis man nach Hause kommt. Oder ich hasse ja auch diese Einwegtaschen, die man im Supermarkt kaufen kann. Die kosten sowieso auch immer mehr noch. Nach einmal benutzen kannst du die wegschmeißen. Die sieht richtig klasse aus und hält lange und hält vor allem auch viel Inhalt. Ja, und hier habe ich noch 2 Kundenbeiträge. Der Simon aus Auenwald schreibt, super Größe für den kleinen Kurztrip. Und der Adrian aus Weest, mit der Tasche muss man keine Angst haben, dass etwas verdirbt. Für einen Singlehaushalt einfach super. Ja. Kommt alles frisch und gekühlt zu Hause an. Und das kommt auch bei Ihnen zu Hause an, wenn Sie rechtzeitig bestellen. Denn auch hier gilt es wieder nur ein begrenztes Kontingent. Und das war sie wieder, unsere wöchentliche 5-Euro-Mega-Show. Oh. Was waren eure Lieblingsprodukte? Bei mir war es ganz klar am Anfang das Boccia-Spiel. Ich mochte diese Spaghetti. Monika? Ich finde die Tasche wunderbar. Und Diana? Bei mir war die Köpfe. Okay, ich bin mir sicher, Sie hatten auch ein Lieblingsprodukt. Spätestens jetzt bestellen, bevor Ihnen die anderen die Schnäppchen vor der Nase wegschnappen. Und bleiben Sie bei uns, es geht spannend weiter.